Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute möchte ich etwas über eine Kodak-Kamera erzählen. Wenn man so viele Kameras hat, so viel und so oft sind die Kameras zu mir gekommen oder zu mir gefunden. Aber diesmal ist eine ganz andere Situation. Ein Freund von mir, ein Amateurfilmer, hat im Jahr 2020 einen Film produziert. Das Thema dieser Dokumentation war die Sammlung und ich. Der Film ist gut ausgefallen und hat eingereicht für die Kärntner Landesmeisterschaft. Und siehe da, der Film ist prämiert worden mit der Silber. Und nebenbei ist nominiert für die österreichische Staatsmeisterschaft. Die österreichische Staatsmeisterschaft hat im Sommer 2021 in Kino Milino in Mühlstadt am wunderschönen Mühlstädter See. Und nun kam zu die Bewertung, zu die Jurierung. Die Jurierung war für 3 Tage anberaumt und 5 Juroren, 3 Herren und 2 Damen, haben die Aufgabe gehabt, 57 Filme aus Österreich und Südtirol zu begutachten. Am ersten Tag war die Jurierung vom Film Sammeln aus Leidenschaft. Und so wie es üblich war, ist der Film vorgeführt worden, dann ist der Autor, der Produzent, und wenn ein Hauptdarsteller dabei war, auch mit auf die Bühne gebeten und stand der Juroren Frage und Antwort. Ich habe zum ersten Mal war ich dabei und ich dachte, jetzt trete ich vor das Tribunal und ich muss das und jenes erklären. Warum haben wir das gemacht? Und ich habe mir eingebildet, wir hören alles, was wir falsch gemacht haben. Wir sind auf die Bühne gekommen und auf einmal, ich habe meine Ohren und Augen nicht getraut, ist sie bei uns eine Tsunami an Lob geflossen. 3 Herren und 2 Damen haben nichts anderes als Lob, Lob. Sie haben Sequenzen zerlegt und uns erklärt, warum das so gut ist. Rhetorische Fragen, wie so gut angekommen sind und so ist etwa 8 oder 9 Minuten lang gegangen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Sie können bitte nicht über mich und über meine Sammlung so viel Lob aussprechen. Als sie sagten, jetzt können Sie gehen, wir sind fast nicht zu Wort gekommen, weil so viel Lob bekommen haben, dürften wir dann von der Bühne weggehen. Im Publikum unten saßen sehr viele Kino- und Kollegenbesucher, die das alles mitgekriegt haben. Der Applaus ist mir so laut gekommen. Ich dachte, ich bin in einem Popkonzern. Das war laut, nicht zum Ertragen. Und ich befand mich in einer Trance. Wie ich die 7-8 Stufen hinuntergekommen bin, von der Bühne herunter, ich weiß nicht. Ich bin da gestanden und suchte verzweifelt nach meinem Sitzplatz, wo ich vorher gesessen bin. Und in diesen Situationen, wo ich nicht gewusst habe, wo ich bin, wo der Applaus so laut war, wo seine Unruhe war, schießt jemand auf mich zu, gibt mir diese Schachtel und sagt, das war 100 Jahre im Familienbesitz, jetzt gehört dir. Und auf einmal war er weg. Ich fand endlich meinen Platz, saß nieder und habe gedacht, wer war er jetzt? Keine Ahnung. Und so war dieser Tag vorbei. Ich habe eine Schachtel gehabt. Auf die Seite stand Kamera, Kodak. Mehr habe ich nicht gewusst. Da dachte ich, ist in Ordnung. In 3 Tagen werden dann die
Jurierung ist beendet, da werden die Preise ausgesprochen, vielleicht meldet sich jemand und sowas auch. Nach 3 Tagen, die Juroren haben festgelegt, das und jenes und so weiter. Und auf einmal war der Film, den mein Freund Franz Wieser produziert hat, mit einem Silberpreis belohnt. Und dem Moment kommt wieder eine her, sagt zu mir, ich gratuliere dir, sag einmal, ist die Kamera wirklich 100 Jahre alt? Dann plötzlich wusste ich, was diese Schachtel ist. Die Kamera war genau 100 Jahre alt, aber jetzt wusste ich, wer der edle Spender ist. Und dieser Moment sagt zu mir, betrachte diese Kamera als Kamera Oscar. Seitdem habe ich auch eine Kamera Oscar. Das ist vorgefallen. Und heute ist soweit an einem Tag, so wie jetzt, wo wirklich eine gewisse Unruhe ist, Corona und, möchte ich sagen zu meinem lieben Freund Franz Wieser, du bist ein nur Amateur, aber ein Meisterfilmer. Und in diese Filme, die du machst, und die sind bekannt, hineinspiegelt deine persönliche Bild. Deshalb sind die Filme so gut und so erfolgreich. Und du bist ein wunderbarer Mensch mit deinen Filmen. Du machst dich, so wie du bist, wertvoll. Ja, aber nun zurück zu unserer Kamera. Es ist eine Kodak Numero 1 Autographic Junior. George Eastman gründete 1888 das Unternehmen Kodak. Er wählte diesen Fantasiename, weil eine einfache, prägnante und phonetisch überzeugte Name war. Und das war typisch für den ehemaligen Bankkaufmann, der an präzisen Aufgaben gewohnt war. Es wird ihm nachgesagt, dass er immer mit einem Notizbuch herumgelaufen ist, um jede Situation schnell notieren zu können. Also, im gleichen Jahr 1888 produzierte er auch die erste Kodak-Kamera Nummer 1, die auf den Markt kam und verwendete ein Rollfilm mit Papier. Damit ist ihm gelungen, aus der Nase Entwicklungsverfahren wegzukommen zu trockenen Platten und dann wieder von den Platten weg auf Rollfilm, wo man viel freier fotografieren kann, weil auf eine Film mehrere Möglichkeiten oder mehrere Fotos machen kann. Dazu spielt natürlich eine sehr große Rolle auch das Autographic-Patent von Harry Schack Geismann. Er ermöglichte den Fotografen mit einem Metallstift auf dem Film Notizen zu machen. Und das Ganze schaut so aus. Das ist die Kamera. Auf der Rückseite ist ein Fenster. Wenn man dieses Fenster aufmacht, wird sichtbar die Rückseite des Films. Aber nicht des Films, sondern diese Schutzpapier, wo der Film umgewickelt ist. Mit diesem Metallstift kann man Notizen eintragen und jetzt geschieht Folgendes. Inzwischen ist aber der Film hier auf die Kamera gespannt. Der Film ist darunter, man sieht das hier. Und hier kann man dann Notizen machen. Aber das hier ist nicht der Originalfilm, weil Autographic-Filme, das sind extrem selten. Das Patent von Geismann ist folgendes. Zwischen Film und Schutzpapier ist noch eine Schicht. Diese Schicht, man weiß nicht ganz genau, welche man verwendet hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ist ein beschichtetes Kohlenpapier.
ist eine Kohlestaubpapier oder eine andere ähnliche Substanz einlagen, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall, wenn man mit dem Metallstift drauf kritzelt, wird das, was man schreibt, auf den Film übertragen. Und dann, wenn es entwickelt wird, ist sichtbar die Eintragung. Die Zwischeneinlage natürlich ist wertlos, das wird vernichtet. Also, diese Patentrechte hat der George Eastman gekauft, etwa 1914, und hat das verwendet fast 20 Jahre. Natürlich, mit dieser Sache hat er einen enormen Erfolg verzeichnet und Kodak konnte eine Menge oder eine große Reihe an Autografik-System produzieren. Natürlich war inzwischen auch so, dass ältere Kameras, die keine Autografik-System hatten, konnte Grundbasis bleiben und man entwickelte eine Rückseite, wie das Autografik-System möglich macht. Und jetzt geschieht Folgendes. Die Autografikkamera konnte Autografikfilme verwenden, aber auch normale Filme. Aber fremde Kameras konnten auch Autografikfilme verwenden und normale Filme, aber das Autografik-System dürften sie nicht verwenden. Es war ein Patent für Kodak-Kameras. Aber nun zurück zu unserem Fotoapparat. Es ist ein Laufbodenkamera. Die Optik wird herausgenommen. Und jetzt kann man Aufnahmen in Hochformat. Das hier ist der Sucher. Und das funktioniert tadellos. Will man eine Queraufnahme machen, wird dieser Stativfuß herausgenommen, damit die Kamera am Boden wieder mal parallel liegt. Der Sucher wird umgekippt und schon kann man Queraufnahmen machen. Das Gehäuse ist Metall und Holz, lederbezogen und die Balken ist auch aus Leder. Filmformat ist für ein A16 Rollfilm für 12 Aufnahmen. Alle Autografikfilme haben ein großes A vorne. Also in diesem Fall A116. Wie ich sagte, verwendbar für Autografikkameras oder auch welche, die nicht Autografik geeignet sind, aber nicht als Autograf verwendet werden. Objektiv ist eine Eastman Color von Bausch und Lomb. Bausch und Lomb sind übrigens zwei deutsche Immigranten. Einer war Optiker und der andere war der Kaufmann. Und die zwei sind nach Amerika emigriert, 1853, und haben in Amerika Monokel Gläser produziert und im Laufe der Zeit sind natürlich auf optische Geräte, sprich Objektive für Kameras und der größte Kunde von Bausch & Lomb war natürlich Kodak. Der Verschluss von dieser Kamera ist ein 1/100. Die Entfernungseinstellung ist in Meter und Feet und wie ich schon sagte, der Brillantsucher ist schwenkbar. Die Rückseite mit dem Autografenfenster ist klar und die Kamera ist sehr leicht mit dem Film zu befüllen. Man nimmt die Rückseite, da wird der Film gespannt und schon funktioniert. Das Besondere an dieser Kamera ist, die Kamera ist genau, aber ziemlich genau 100 Jahre alt. Aber diese Qualität ist sagenhaft. Nur dieser Karton zeugt auf ein 100-jähriges Leben. Aber die Kamera, kaum Gebrauchsspuren, überhaupt nicht benutzt und das 100 Jahre.
Das war die Kodak-Autografik. Aber bevor ich damit Schluss mache, und weil ich heute schon jemanden gelobt habe, ich möchte auch zwei Personen, die auf der anderen Seite stehen, auch nicht unerwähnt lassen. Ohne diese kameradschaftliche Mitarbeit, ohne Pünktlichkeit, ohne eine gewisse Liebe zur Sache, wäre es nicht möglich, dass wir über 60 Videos produzieren, sehr, sehr viele Aufrufe haben, freundliche Worte bekommen. Und ich möchte alle bedanken, die uns geschrieben haben und uns gelobt haben. Aber noch ein ganz großes Lob gehört an Erika und Martin für die Zusammenarbeit. In diesem Sinne bedanken mich bei allen. Ich wünsche frohe Weihnachten. Bitte gesund bleiben. Und danke für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.